Hallo meine Freunde und Pumper, ich hoffe euch geht's allen gut und wir sind wieder am Voice-Over-Tisch. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um mein Push-1-Training, wie zuvor auch mit den Pull-Trainings, wenn wir uns mal mein aktuelles Push-Training bzw. meine aktuellen Push-Trainings im nächsten Video dann genauer anschauen und so ein bisschen besprechen, warum, was, wie ist bzw. was ich wie besser machen sollte, ne? Das Training wieder gefilmt im Home Gym. Ich trainiere zwar sehr häufig auch wieder im normalen Gym, aber zum Filmen ist das Home Gym natürlich ein bisschen einfacher, beziehungsweise du gehst den Leuten nicht so auf den Sack. Das Push-Training von Stefan ist generell so eines der Trainingseinheiten insgesamt, die ich so in diesem Heavy- und Lower-Set-Prinzip eigentlich, muss ich wirklich sagen, am geilsten finde, so, weil du dich halt nicht mit einer Übung so lange aufhältst, was mal echt eine Alternative ist, die sehr viel Spaß macht, weil wir wirklich recht viele Übungen haben und somit auch für die Brust recht viele Movements, was wieder bedeutet, okay, wir attackieren sie wirklich in allen Zugrichtungen, Faser, Beanspruchungen und so weiter. Ich bin selbst eigentlich immer eher gewohnt gewesen, wenn ich zwei oder drei verschiedene Push-Tage habe, dass ich die eigentlich immer so ein bisschen priorisiert habe, ne? Also einmal eher Brust-Prio, einmal eher eine Schulter-Prio und das ist hier ein bisschen anders, also die Prio liegt, so wie ich es empfinde, ganz klar auf der Brust. Ich habe auch tatsächlich keine allzu gute Brust, vor allem nicht, wenn sie auf Pump ist, so. Das ist halt, glaube ich, so das Nelly-Problem, also wenn die nicht auf Pump ist, sieht die halt aus, wie als hättest du gerade das erste Mal angefangen, zu Hause 10 Liegestütze zu ballern. Wie gesagt, ist relativ brustlastig, beide Tage, und wir schauen uns jetzt heute einfach mal Push 1 an. Ich möchte gar nicht zu viel drum herum reden, wir starten rein ins Voice-Over. Als erste Übung steht die Incline Press an der Multipresse an und nach meinem generellen Schulter-Warm-Up, wie ich auch mal so ein bisschen ein Video drüber gemacht habe, folgt erstmal wieder das Aufwärmen mit der Übung an sich, also bevor wir halt an den Heavy-Set gehen, ne? Bei den Warm-Up-Sätzen achte ich immer extrem darauf, dass ich wirklich aus den Fasern drücke, die ich als Zielmuskulatur auch treffen will. Das hilft einfach extrem dabei, dann im schweren Satz schön durch die Zielmuskulatur zu belasten. Und ich sag's vorab, hat mich mega geärgert. Ich hatte an dem Drehtag hier echt einen recht schlechten Tag. Soll keine Ausrede sein, aber ich bin's noch nicht so wirklich gewohnt, vormittags öfter zu trainieren. Ist aber an manchen Tagen wegen der Arbeit einfach nicht anders möglich, ne? Auch nach dem Video hier geht's ins Pull-2. Training, es ist auch jetzt hier Vormittag und es ist, ich muss mich erst noch so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Der Heavy Set steht wieder im Bereich, wie gehabt, von 5 bis 9 Reps und da hat mir wirklich, wie gesagt, an diesem Tag echt ein bisschen der Dampf gefehlt, so. Aber dafür habe ich wenigstens geschaut, dass die Wiederholungen wirklich hauptsächlich aus den klavikulären Fasern der Brust kommen und im Lower Set dann wieder, wie gehabt, ne? Ich liebe diese Back-Off Lower Sets des Todes, weil du wirklich das Gefühl hast, vor allem bei der Brust, dass dir halt komplett die Brust wegfetzt, ne? Also Schulterblätter sind hinten unten fixiert und nach dem Tipp von Stefan auch, den ich zusätzlich auch mal wahnsinnig gut finde, ich habe mich immer nur eigentlich auf die Schulterretraktion und Depression konzentriert, dass der Lat einmal ein bisschen mit angespannt wird, ist ja klar, aber wenn du dich nochmal so ein bisschen separat drauf konzentrierst, den Lat anzuspannen, dann macht das schon ein geileres Feeling für die Brust aus, also muss ich ganz klar sagen, definitiv ein geiler Tipp, ne? Gut, der Lower Set nochmal schön durchgeballert hier. Als nächste Übung steht Flachbankdrücken mit der Langhantel an und da merke ich also schon gut so die Vorbelastung des Schrägbankdrückens. Ich finde Schrägbankdrücken aber generell sehr gut als erste schwere Verbundsübung im Brusttraining. Erstens fehlt es oben den meisten, ne? Zweitens macht automatisch der vordere Delta ein bisschen mehr mit, was dann eine leichte Vorermüdung schon mal gibt so, und für alle, die beim flachen Drücken generell relativ schulterdominant pushen, vor allem wenn es schwer wird. Alright, Heavyset, wie gesagt, war nicht mein bester Tag. Hier sieht man, dass die linke Seite so ein bisschen nachzieht. Normalerweise bin ich da eigentlich recht symmetrisch, aber ist halt manchmal so, ne? Der Lower Set wieder im Fokus auf absolute Konzentration in der Kontraktion und halt versuchen, so viel wie möglich aus den Packs zu pushen. Da hilft mir persönlich ein Hohlkreuz immer ganz gut und die Gedankenspiele, dass es absolut um die Bewegungsebene für den Ellenbogen geht, um da eine kontrollierte Kontraktion in die Brust reinzubekommen. By the way, den Gürtel habe ich einfach an, weil es sich als Bodybuilder für mich einfach ja, ein bisschen besser anfühlt. Natürlich brauchst du den prinzipiell beim Brusttraining eigentlich nicht. Sieht aber halt ganz gefährlich aus, ne? Dann steht Incline Flies am Kabel an, eine meiner wirklich liebsten Brustübungen. Ich liebe Cable Flies, ich liebe Incline und ich liebe einen guten Pump. Alles hier gegeben, nur die Reihenfolge etwas anders als gehabt. Hier heute erstmal einen 12 bis 15er Satz mit
mittlerer Belastung, also nicht wirklich all out, und dann im Anschluss wieder der Heavy Set, hat für mich so ein bisschen den Vorteil, dass wieder der Bewegungsablauf super gut initiiert wird und im schweren Satz dann so lästiges Schulterzwicken eher vermieden wird, so zumindest meine Erfahrungen und Empfindungen damit, ne? Weil ich da gerade was Incline angeht, dann schon ab und an mal ein bisschen Schulterzwicken gemerkt habe. Im Heavy Set wird dann schön geballert, also man sieht es am Wackeln in der Exzentrik bei mir. Das ist schon schwer, ne? Also mein Kabelzug ist so von der Umsetzung her ein bisschen schwerer als die gewohnten Studiohanteln, weil halt einfach nur eine Umlenkrolle dabei ist, beziehungsweise 1, 2, 2, wenn du von unten ziehst, ne? Und ja, ich sag mal, ich versuche da wirklich so lange wie es möglich ist, die Ellenbogen so weit wie möglich zur Mitte zu ziehen. Hörbar jetzt dann halt auch nicht nach 4 Reps auf, nur weil am Schluss jetzt die irgendwie 3 cm fehlen oder so. Wäre ja auch irgendwo schwachsinnig, ne? Dann etwas, was in meinem Gym recht kacke ist, Dips für die Brust. Geht bei mir nur an der GHD. Voll beschissen für einen Gironda-Dip. Ist das Polster im Weg? Für einen normalen Dip komme ich nicht maximal weit runter. Aber jo, bisschen die Brust kitzeln geht trotzdem. Bei Dips für die Brust halt immer darauf achten, dass die Ellenbogen eher nach außen beim Ablassen gehen. Würden sie strikt nach hinten zeigen, wäre es etwas Trizepsdominanter. Natürlich auch Brust, klar, aber halt weniger als so. Das Ganze auf 3 Sätze und Vorgabe sind einfach Max Out. Dann Flachbank, Kurzhantelfliegende im Heavy und Lower Set. In dem ungünstigsten Licht überhaupt. Da schaue ich immer, egal ob im schweren oder leichten Satz, dass ich so gut wie nie aus der Brustspannung rauskomme, sprich einfach so wenig wie nötig oben in die Lockout-Position. Natürlich, wenn es nicht anders geht, schon. Aber solange dieser Mann noch Power in den Pecs hat, wird er sich um die maximale Kontraktion in den Brustfasern bemühen. Und das ist echt eine Übung, die man hassen und lieben kann. Sie ist einfach sauschwer, aber gib den Pump, das ist unglaublich. Diese heftige Dehnungsspannung gepaart mit schwerer Kontraktion am exzentrischen Umkehrpunkt ist halt einfach traumhaft. Gut, dann steht Schulterdrücken mit der Kurzhantel auf dem Plan. Auch hier, egal ob Heavy oder Lower Set, absolut wichtig, dass die Bewegung kontrolliert aus dem Deltoideus kommt. Ne? Du kannst wirklich extrem viel auch aus der oberen Brust schieben, gerade wenn du, wie ich hier, ein recht starkes Hohlkreuz einnimmst. Wenn es halt zu arg ist, bist du ja im Prinzip in einer Haltung, die eher eine extrem Incline Press ist, also eine extrem High Incline Press ist. Ne? Und da habe auch ich noch Verbesserungsbedarf. Ich kompensiere das aber ein bisschen dadurch, dass ich die Ellenbogenebene leicht nach vorne geschoben halte, zumindest für die Reps, in denen das kontrolliert noch möglich ist. Im Lower Set achte ich immer darauf, dass ich den Spannungspunkt durch einen Lockout nicht verliere. Aber aufgepasst, wenn du recht nah an den Lockout gehst, hast du natürlich auch etwas mehr Peak Contraction hier im Delta. Also hier vielleicht wirklich einfach mal ausprobieren, mit was du mehr Druck in den Delta bekommst. Für mich ohne richtigen Lockout ein etwas besseres, anstrengenderes und heftigeres Gefühl im Schulterkopf, ne? Das ist nettes Klo, das ist die Spülmaschine. Sau dumm, wenn du ein Video drehst, dann die Spülmaschine anzumachen. Merci. Danach haben wir noch Seitheben mit der Kurzhantel. Da vertrage ich eigentlich trotz Heavyset wesentlich mehr Volumen und schiebe oft noch einen Dropset im Lowered nach. Wichtig ist für mich hier, dass der Oberarm im Schultergelenk leicht nach innen rotiert ist, Ellenbogenspitze etwas nach außen zeigt und dann anhand der Ellenbogenebene nach oben gegen die Schwerkraft gezogen wird. Das Ganze mache ich dann eigenständig konstruiert mit einem Supersatz Overhead Trizeps Push am Kabel. Ich habe einen richtig beschissenen Trizeps und konnte den durch sämtliche Overhead-Varianten schon nochmal ein bisschen verbessern. Deshalb für mich diese Übung hier abweichend vom Plan mit drin. Und da könnte ich halt, wie ihr seht, noch drauf achten, ne, dass die Ellenbogen noch mehr zusammenhalten, also dass sie nicht so stark nach außen weggehen. Beides wieder danach auch mit einem Lowered Set, ne, und ja, in der Regel mache ich dann einen dritten Satz dazu, weil ich da immer noch ein bisschen Dampf habe. Ich denke, sowas sollte aber halt auch nicht in Stein gemeißelt sein. Gerade wenn du halt ein recht gutes Körpergefühl hast und weißt, dass da einfach noch was geht, dann mach's halt. Für mich definitiv die bessere Variante, als dann halt einfach aufzuhören. Ne? Im Anschluss wird noch Wadenheben im Stehen auf dem Plan stehen. Da muss ich aber ehrlich sagen, habe ich vergessen zu filmen. Ist aber auch, denke ich, nichts Besonderes und tendenziell sowieso eher stinklangweilig. Dafür mache ich nochmal Trizeps am Kabel mit dem Seil. Und da mache ich sehr gerne im zweiten Satz einfach einen Drop mit allem, was geht, bis ich wirklich kein Gramm mehr gestreckt bekomme, ohne dass der Trizeps gefühlt platzt. Auch wenn es ein kleiner Boom wäre, es würde Boom machen, so muss ich das in meinen Augen halt anfühlen. Ne?
Alright, das war mein Push 1 Training. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn du Push 2 und auch weitere Videos auch in Bezug zu der jetzt gerade laufenden Wettkampf-Prep, vielleicht war der schlechte Tag auch damit ein bisschen zusammenhängend. Aber normalerweise kann ich in der Prep, und das zieht sich eigentlich gerade aktuell so durch, meine Leistung immer relativ gut verbessern. Ne? Wie gesagt, wenn du natürlich nichts verpassen willst und dir meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr auch über dein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib stabil, bleib gesund und